für uns gesagt, wir machen es so, dass wir einen gewissen Betrag für das Essen und für das Wohnen in einen Pott tun. Von dem tun wir eigentlich alles zahlen. Und das ist ein bisschen mehr als das, was wir eigentlich bräuchten, sodass wir eben auch noch Gastfreundschaft üben können. Also jeder von uns kann auch immer Leute heimbringen. Wenn wir Leute haben, die Anfragen hier, dann können die auch zum Mittagessen oder zum Nachtessen kommen, ohne etwas zu zahlen. Und mit dem Restbetrag, alles, was sonst jemand verdient, und so, das ist seine Verantwortung. Und zwar aus dem Gedanken heraus, Gott gibt jedem seine Gaben. Und dem, was viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert. Sei das finanzieller Art oder auch von den Fähigkeiten her. Und das ist jetzt unser Ansatz in diesem Moment.